zu erzwingen gegen die Mannschaft von Pavel Groß. Köln gut drin in diesem ersten Drittel mit der ersten guten Chance des Spiels. Moritz Müller wagt sich mit nach vorne, wird klasse angespielt von Zalewski und verlängert dann diesen Pass. Den Sport für die Haie hier in Mannheim herausragend und dementsprechend agil Köln in der Anfangsphase. Köln in Weiß mit Tietscher und dann noch einmal nachgefasst von Robin Palka. Heute für den verletzten Felix Schütz im Line-Up. Also wieder viele Chancen in der Anfangsphase für die Haie. Das Problem, das sich in dieser Halbfinalserie durchzieht, ist es, diese Chancen auch in Tore umzumünzen. So, auch die nächste Gelegenheit. Wieder Köln durch und stark gemacht von Ben Hanowski. Am Verteidiger vorbeigezogen hier und ganz schnell geschossen. Klasse. Der verhindert den Ausgleich kurz vor dem Ende des zweiten Drittels. Wieder die Haie, wieder die Reihe mit Eggeson und Tiffels. Aber wieder ist die Endstation Dennis Entras im Tor der Adler Mannheim. Eine gute Chance für die Kölner Haie. Die letzte im zweiten Drittel. Es bleibt bei 1:0 für die Gastgeber. Und in dieser Überzahl gibt es einen Konter über Pfohl und über Jones. Der muss doch drin sein. Was für eine Möglichkeit. 2:1 für die Haie. Jones schießt. Entras ist noch dran mit dem Schoner und wehrt den Puck dann an den Pfosten. Es ist der Save des Tages und es bleibt beim 1:0 für die Adler Mannheim. Wolfsburg steckte nicht auf, hatte aber zu viele Ungenauigkeiten im Angriffsspiel. Und wenn man eine Chance da war, wie für Aubin, Entras mit einem Supersave. Overtime und die Münchner nahmen richtig Fahrt auf, hatten mehr vom Spiel. Und diese Gelegenheit, Bauer, Scheibe springt hoch über den Kasten. Hager auf Beul, wieder gerettet, diesmal von Eisenschmidt. Aber schauen Sie sich diese Parade mal an. Dennis Entras im Rückwärtsfallen mit dem linken Schoner bewahrt er seine Mannschaft vor der Niederlage. Überragend der 33-Jährige im Kasten. Don Jackson immer wieder mit taktischen Finessen. So stellte er die vierte Reihe ins Powerplay, ließ seine Importspieler draußen. Mannheim ließ kaum noch etwas zu, bis auf diese Chance von Jakob Meinschein. Aber Entras am Ende mit Shutout. Dann ging es ab durch die Schoner. Die Antwort des ERC Ingolstadt. Gutes Vorchecking hier, der Schanzer. Und dann kommt die Scheibe von Sullivan auf Tyler Kelleher. Aber Dennis Entras ganz stark pariert. Im dritten Drittel dann aber nochmal Augsburg. Szczęsny, super Pass auf Schmelz. Und Entras, nächste gute Parade. Das war die Chance für die Augsburger Panther nochmal reinzukommen in diese Partie. Da schliefen ausnahmsweise mal die Adler Mannheim in der Defensive, aber Entras mit dem wichtigen Save. Und da tolles, intensives Spiel. Weiter geht's. Rylance, Schwarz und in der Mitte kommt Kirstis. Gerdek! Und wieder Entras. Curtis Gerdek und Entras mit einer Riesenparade zieht hier noch den Schoner raus.